Hallo liebe DE-Follower, Lorenzo Zimmer hier aus dem Land der Simpfe und Pelikane aus Baton Rouge in Louisiana. Heute möchte ich euch mit in den Super Target nehmen. Ihr seht ihn schon im Hintergrund, gewaltig großer Supermarkt. Heute geht es also ums Einkaufen, um Lebensmittel und wie wir uns hier so versorgen. Los geht's! Wenn man hier in Baton Rouge in einem Super Target oder einem Walmart durch die Regalgassen schlendert, fällt einem vor allem eins auf. Die Supermärkte sind gigantisch groß und nicht nur die Supermärkte selbst sind groß, sondern auch die Packungen, in denen man alles Mögliche kaufen kann. Es gibt eigentlich alles, was wir aus europäischen, aus deutschen Supermärkten auch kennen, nur dass die Nudeln halt nicht 500 Gramm sind, sondern immer gleich ein Kilo. Es gibt mittlerweile, haben wir uns sagen lassen, auch Packungen für kleinere Familien oder eben Leute, die alleine wohnen. Aber generell fällt auf, es ist alles deutlich größer und in deutlich größeren Packungen verfügbar. Alles, was nicht Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind, kaufen wir nicht unbedingt bei Walmart, sondern hier in der Mall of Louisiana. Da bin ich jetzt heute mit euch mal hergekommen und zeige euch das. Das hat einen großen Außenbereich und auch ein sehr, sehr großes Hauptgebäude, wo es einen Food Court und wahnsinnig viele Geschäfte gibt. So, inzwischen sind wir wieder vom Einkaufen zu Hause und ihr seht, ein bisschen steht mir der Schweiß auf der Stirn. Das liegt daran, dass wir ziemlich viel geschleppt haben. Ihr habt es vorhin schon gesehen, wir haben eine ziemliche Menge eingekauft. Das liegt daran, dass wir Besuch aus Deutschland bekommen und deswegen haben wir auch wieder im Moment einen Mietwagen und haben jetzt die Gelegenheit genutzt und einen klassischen Großeinkauf gemacht. Das ist hier in den USA so die übliche Snackgröße für Cashewkerne. Ihr seht, das Ding ist fast so groß wie mein Schädel und der ist nicht so klein. Also wie gesagt, die Größen, die Packungsgrößen sind ziemlich massiv hier und ja. Man findet allerdings, wie gesagt, eigentlich alles. Das Einzige, was es eben nicht so wirklich gibt, wo wir vielleicht auch einfach noch nicht richtig gesucht haben oder noch nicht richtig fündig geworden sind, ist ein echter Bäcker. Frische Brötchen zum Frühstück sind deswegen leider Fehlanzeige, aber wir behelfen uns voll amerikanisch mit diesen Dingern hier, mit den Vollkornbageln, mit auch noch Körnern drauf. Die hauen wir einfach in den Toaster. Und dann werden die schön kross und ist zwar nicht ganz das gleiche wie eine frische Brezel, aber hilft zum Frühstück zumindest auch. Und wenn man das mit Frischkäse oder mit Butter oder auch mit Marmelade isst, das geht ganz gut. Was ansonsten bei keinem Einkauf fehlen darf und wo wir mittlerweile fast süchtig danach geworden sind, ist dieses schöne Zeug hier. Louisiana Hot Sauce. An unserem allerersten Abend, als wir angekommen sind und in so einem typischen American Diner gegessen haben, stellte uns die Kellnerin eine Flasche hiervon auf den Tisch und sagte in ihrem Südstaaten-Slang zu uns: Louisiana is nothing without its hot sauce. Daran haben wir uns jetzt in den 3 Monaten hier in Baton Rouge ganz gut gewöhnt und deswegen darf bei keinem Einkauf diese Hot Sauce fehlen. Das war's schon wieder in dieser Woche aus dem Land der Simpfe und Pelikane. Ich sag wie immer, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und schon mal ein kleiner Spoiler für die nächste Woche. Wir werden unterwegs sein mit dem Auto durch die Bundesstaaten Texas, Louisiana und Mississippi, werden eine Swamp-Tour machen, uns auf die Suche begeben nach einem echten Alligator und werden uns hier so ein bisschen die Umgebung und die Bundesstaaten, die benachbarten, anschauen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich berichte euch natürlich wie immer. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.